hatte heute leider keine Cornflakes mehr da, deswegen habe ich jetzt das Grundrezept, nenne ich es mal, gemacht, das, was ich auch an den ersten Tagen gemacht habe. Also einfach nur die Haferflocken, Erdnussbutter, Banane und halt durch für den Geschmack so ein bisschen Zimt. Ich hatte es zwar in den ersten Videos zwar schon mal erwähnt, aber für jeden, der irgendwie Probleme hat, so Gewicht zuzulegen, auch gerade halt in der Aufbauphase viel zu essen, kann ich es halt nur empfehlen, mit Shakes irgendwie zu arbeiten. Der Vorteil ist, zum einen geht es halt sehr schnell, also das ganze Zubereiten dauert so knapp 5 Minuten, ein bisschen weniger, ist halt nur ein bisschen abwiegen und Banane schälen, so das war's. So, und das ganze Mixen so und fertig ist. Und auch das Essen bzw. Trinken geht halt extrem schnell. Wenn ich mir jetzt das Ganze als Mahlzeit zubereiten würde, also 100 Gramm Haferflocken, dann Wasser aufkochen da rein, dann noch so einen Löffel Erdnussbutter. Gut, den würde ich aber wahrscheinlich nicht reinmachen, weil das Ganze sonst einfach viel zu trocken wird und viel zu, ja, man kann es einfach nicht gut essen. Also Erdnussbutter in so Porridge. Ein bisschen ja, das geht, aber 50 Gramm viel zu viel. Und dann noch zwei Bananen reinschnippeln, quasi das als Müsli, da brauche ich länger als 5 Minuten für, um das zu essen. Es sei denn, ich würde es mir jetzt so reinschlingen. Aber hier ist halt der Vorteil natürlich, in der Trinken geht halt irgendwie immer schneller als Essen. Und dadurch, dass es halt gemixt ist, habe ich so das Gefühl, dass es halt vom Körper auch schneller aufgenommen wird. Also klar, der Verdauungsprozess muss ja ein bisschen schneller gehen, weil wir müssen ja auch gar nicht kauen. Das Ganze ist ja schon quasi so klein, wie es geht. Dementsprechend hat unser Körper da schon etwas weniger Arbeit zu leisten. Morgens halt der Vorteil, also ich arbeite auch sehr gerne damit, einfach morgens einen Shake zu trinken, weil ich bin halt kein Frühstücksmensch. Ich kann morgens einfach nicht wirklich was essen und ich muss dann immer so 1 bis 2 Stunden warten. Wenn ich dann aber aufstehe, mir einen Shake fertig mache, den direkt trinke, habe ich dadurch quasi meinen Frühstücksersatz und ich habe dann schon direkt Energie zuführen können und ich habe dann halt diese 2 Stunden nicht, die ich halt sonst warte. Das heißt, ich habe halt dann für den Tag effektiv 2 Stunden mehr, wo ich es dann vielleicht noch schaffe, sogar noch eine 5. Mahlzeit damit reinzubringen oder halt dann wieder schneller nach dem Shake halt was zu essen, sodass ich dann aufstehe, ich kurz fertig mache und so weiter und dann innerhalb der ersten halben Stunde mir den Shake fertig mache, trinke, dann so 2 Stunden ungefähr vielleicht warte und kann dann mein Frühstück essen. Ich habe dann quasi 3 Stunden vom Tag sind um und ich habe da schon 2 Mahlzeiten essen können. Und so kann ich das Ganze einfach besser aufskalieren und das werde ich auch auf jeden Fall dann, das werde ich wahrscheinlich so in der nächsten Woche machen. Jetzt im Moment trinke ich ja den Shake immer so vorm Sport, also ich nehme den jetzt auch heute als Pre-Workout-Shake so ein bisschen. Aber nächste Woche werde ich das dann wahrscheinlich zum Frühstück einführen, dass ich dann mir wirklich jedes Mal so einen Shake zubereite, da an der Rezeptur immer ein bisschen was ändere, damit halt auch der Geschmack nicht so langweilig wird. Dass ich dann halt einfach vielleicht 5 Mahlzeiten am Tag reinbringen kann, um halt die Kalorien halt noch weiter zu erhöhen. Okay, so viel zum Thema Ernährung. Kommen wir jetzt aber einmal nochmal kurz zum Sport. Und zwar heute steht ja, wie ihr es auch am Titel seht, wieder Beine an. Beim Brusttraining konnte ich ja von den Kraftwerten ungefähr gleich bleiben. Also ich hatte in der Woche, bevor ich krank war, 12 Wiederholungen mit 80 Kilo gemacht und jetzt nach der Krankheit waren es 11 Wiederholungen. Und bei Kreuzheben, ich glaube, ich versuche mich da so ein bisschen an den Plan zu halten, den ich quasi letzte Woche hatte. Das heißt, in der Woche davor habe ich mit 140 Kilo trainiert, habe da 8 Wiederholungen gemacht, 2 Sätze, aber bin auch wirklich immer bis zum Versagen gegangen, also vor allem der letzte Satz war ziemlich krass, ich konnte danach ja auch jetzt nicht mehr großartig was machen. Ich gucke mal, ob ich jetzt heute auf 150 gehe, eigentlich wäre es ja geplant gewesen, aber wie gesagt, die Krankheit war halt nicht mit eingeplant. Das heißt, dann könnte ich vielleicht versuchen, dass ich 130 mache ich dann einen Satz, so 5 Wiederholungen, 140 mit 5. Dann 150 und das wäre es dann mit dem Kreuzheben. Ansonsten werde ich das eigentlich genauso aufteilen, wie ich es letzte Woche auch gemacht habe, beziehungsweise vor 2 Wochen gemacht habe, dass ich erst wieder richtig schön Pump in die Beine reinbringe. Ich muss sagen, so trainiere ich halt am liebsten so schwere Übungen wie Deadlifts oder Squats. Ich finde es halt richtig gut, wenn da schon mega Pump drin ist. Klar, man hat auch dadurch ein bisschen Vorerschöpfung. Aber ich finde, zum einen ist halt die Verletzungsgefahr dadurch ein bisschen geringer, weil der Muskel halt richtig warm ist, die Gelenke auch. Und so aus dem Kalten, gut, man macht sich ja eh so 8 Minuten vorher warm ungefähr. Aber trotzdem finde ich einfach Squats und Deadlifts trainiere ich echt am liebsten mit so einer kleinen Vorerschöpfung mit richtig Pump, dass ich halt auch weiß, so okay, der Körper ist jetzt richtig warm, die Muskeln sind richtig warm. Bis jetzt muss ich sagen, hat das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Also ich habe jetzt noch nie irgendwie eine Verletzung oder irgendwie, dass mir irgendwas wehtat, so vom Deadlift. Deswegen werde ich auf jeden Fall bei dem System erstmal so bleiben. Gut, dann würde ich sagen, mache ich mich jetzt warm und dann sehen wir uns gleich im Training wieder.
Ist auch übrigens eine ganz geile Übung, wenn ihr so ein bisschen Knieprobleme habt, weil es halt das Knie so ein bisschen entlastet. In Kombination dann mit Dehnen für den Quadrizeps, also die ganz normalen Übungen, sich einfach irgendwo anlehnen, dann Bein so nach hinten nehmen und dehnen. Ist eigentlich eine sehr gut, auch wenn man im Alltag viel sitzt oder so, ne, sich der Quadrizeps alles irgendwie verkürzt und die Hamstrings so ein bisschen verkümmern mit der Zeit, ist das so eigentlich perfekt. Also wenn ihr so irgendwie Schmerzen im Knie habt oder so und ihr die Übung macht, bei mir zum Beispiel war es mal zwischendurch so, dass ich von Squats mal so ein paar Kniebeschwerden hatte, hab dann wieder viel diese Übung gemacht und wurde dann halt immer abrupt besser. Teilweise war es auch so, dass ich mit Squats angefangen habe und hatte so im linken oder rechten Knie so ein leichtes Stechen. Hab dann aufgehört, hab dann erst diese Übung gemacht, so 4 Sätze ungefähr. Auch wirklich bis zum Ende gegangen teilweise, also dass wirklich richtig Pump drin ist und schon so eine gewisse Vorerschöpfung. Und konnte dann problemlos so an die Squats gehen. Also das ist vielleicht mal so ein kleiner Tipp, wenn ihr so Knieprobleme bei Squats habt, macht erst Hamstrings richtig warm, trainiert die auch ordentlich vorher und geht dann mal an die Squats. Dann kann es sein, dass es dann schon deutlich besser ist. Wie auch in der letzten Woche gehe ich jetzt weiter zum Beinstrecker, also hier an der Bank. Baue das Ganze auf und werde dann auch wieder so um die 4 Sätze machen. Also vorher wieder 2 Einführungssätze, die mache ich mit 30 und danach mit 45 und mit 60 mache ich dann den ersten Arbeitssatz. Ich denke, ich gehe dann 2x10 Kilo hoch und schauen wir mal. Wahrscheinlich gehe ich dann vielleicht schon direkt weiter zum Kreuzheben. Vielleicht mache ich hier aber noch einen Satz. Ich gucke so ein bisschen, wie sich der Muskel einfach anfühlt, wie so das Gefühl ist. Weil hiernach kommen wieder die Deadlifts und da will ich auf jeden Fall noch Energie für haben. Deswegen will ich jetzt hier die Beine nicht komplett abschießen, also dass die dann komplett leer sind, sondern schon mal schön einen Pump, Vorerschöpfung reinbringen und dann schön in die Übung Deadlifts reingehen. In der letzten Woche habe ich noch die andere Übung gemacht auf dem Bauchrückentrainer. Die will ich jetzt diese Woche aber weglassen. Und ich habe überlegt, ob ich die Beine vielleicht auch noch ein bisschen mit aufsplitte. Das heißt, dass ich dann beim Rückentraining Hamstrings mit reinbringe. Bedeutet, dass ich es hier ein bisschen aufsplitte. Dann sollte ich auch bei Kreuzheben vielleicht ein bisschen besser performen können. Das werde ich halt diese Woche mal ausprobieren. Das heißt, ich werde dann beim Rückentraining auch noch eine Übung hier für Hamstrings mit reinbringen. Da überlege ich noch, welche ich mache. Vielleicht mache ich dann an dem Tag die mit dem Bauchrückentrainer oder ich mache halt dann wieder die ich heute gemacht habe. Aber wahrscheinlich wird es dann die andere Übung, sodass ich da ein bisschen Abwechslung habe. Bevor ich jetzt richtig mit Deadlifts anfange, mache ich jetzt wieder im Prinzip drei Einführungssätze. Einmal mit den 40 Kilo, danach mit 70. Danach 90, 110 und dann 130 fange ich dann quasi an. Ich habe auch überlegt, ob ich da irgendwie mal einen überspringe, aber ich muss sagen, ich finde es so einfach am angenehmsten, dass ich mich da schön langsam rantaste. Ich gehe ja auch nicht, wie gesagt, bis zum Ende oder so an denen, sondern das sind halt Einführungssätze. Bedeutet, ich mache so zwischen 6 und 8 Wiederholungen und dann ist halt gut. Thank you.
Ich habe jetzt die 4 Einführungssätze fertig. Die ersten beiden habe ich nicht aufgenommen, das waren ja mit 40 und 70. Ich habe jetzt übrigens auch an die Seiten noch 0,5 Kilo Scheiben dran gepackt, weil theoretisch waren das vorher keine 130 und 140 Kilo, das war halt immer ein halbes Kilo weniger, also dann 139. Jetzt ist es ein Kilo mehr, das heißt, es wären dann 130,5. Genau, das nur einmal vorab. Ich will heute schon jetzt doch versuchen, auf die 150 zu gehen. Jetzt habe ich 140 gerade draufgeladen. Ich mache jetzt hier 5 Wiederholungen, ist zumindest geplant, aber es sollte eigentlich gehen. Ich muss sagen, die 130 haben sich doch schon relativ schwer angefühlt. Deswegen einfach mal schauen, wie jetzt die 140 laufen. Ich habe jetzt 2 schöne Sätze noch gemacht, 5 Wiederholungen. Den dritten werde ich heute nicht machen. Ich merke halt, dass der Körper schon wieder so ein bisschen runterfährt, weil wie gesagt, ich bin ja noch nicht so auf meinen 100%. Deswegen belasse ich es dabei heute. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich habe ja gesagt, ich will auf 150 Kilo auf jeden Fall gehen. Das habe ich geschafft. Auch 2x5 Wiederholungen. Auch alles top soweit. Ich gehe mal davon aus, dass ich dann nächste Woche 100% fit bin. Zumindest hoffe ich das. Ich muss sagen, der Husten ist noch ein bisschen hartnäckig. Ansonsten ist eigentlich alles weg. So Nase eigentlich komplett frei. Man hört es auch eigentlich in der Stimme, dass es schon wieder besser geworden ist. Aber wie gesagt, der Husten ist halt noch da und da will ich jetzt halt nicht das bis zum Äußersten alles ausreizen. Nicht, dass ich da auf einmal einen Rückschlag bekomme und dann 2 Wochen flach liege. Ja, deswegen alles noch so ein bisschen lockerer in dieser Woche. Außerdem überlege ich jetzt mal, übermorgen so einen kleinen Parcours-Vlog hochzuladen. Wir haben halt morgen wieder Parcours-Training. Und ich nehme auf jeden Fall die Kamera mit und versuche da so ein bisschen was abzufilmen. Das Ganze quasi so ähnlich zu machen, wie ich es jetzt auch hier beim Sport quasi immer mache. Und das Video quasi ähnlich aufmache, wie ich es jetzt halt auch hier bei dem Kraftsport mache. Aber ihr seht es ja dann, wie gesagt, an dem Titel. Ich schreibe es dann schon direkt rein, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Ansonsten war es jetzt rein trainingstechnisch. Ernährungstechnisch sah es heute überhaupt nicht gut aus. Ich habe bis jetzt erst einen Shake tatsächlich getrunken. Also die Ernährung heute ist nicht gut. Es ist zwar clean, aber halt viel zu wenig. Ist aber jetzt, diese Woche sehe ich das noch nicht so eng. Aber ich versuche auf jeden Fall beim nächsten Tag das wieder dann ein bisschen rauszuholen, dass ich dann da wieder mehr esse. Wobei ich es heute vielleicht noch retten kann, weil ich noch ein paar sehr hochkalorische Sachen habe. Ich habe ja zum einen noch hier diesen Pancakes-Mix, war richtig, Pfannkuchen-Mischung. So, kann ich mir das fertig machen, das geht auch sehr, sehr, sehr gut runter. Mache ich mir dazu noch irgendwas Proteinmäßiges, vielleicht ein bisschen Quark dazu, oder keine Ahnung.
irgendwas, auf jeden Fall, dass ich halt schon auf die 3000 Kalorien auf jeden Fall komme, vielleicht ein bisschen mehr. Also ich versuche jetzt noch so ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben. Mehr kann man da eigentlich, oder besser, schöner kann man es eigentlich nicht reden. Ich fasse jetzt gleich alles zusammen und dann seht ihr genau, wie die Ernährung heute aussah. So, ich habe mir jetzt die Pizza fertig gemacht. Ich habe einfach eine Margarita genommen. Ich kaufe immer diese ganz billigen. Also da sind halt immer 3 Stück drin. Ich glaube, das kostet 3 € oder so. Habe ich mir da drauf eine Dose Thunfisch gepackt, so eine Viertel Paprika und 2 Scheiben Käse. Das Ganze hat dann knapp 1000 Kalorien, ich meine ein bisschen mehr. Das hatte schon sehr, sehr, sehr viel Eiweiß. Ich meine irgendwas bei 80 Gramm fast oder so und etwa 100 Gramm Kohlenhydrate. Ich esse jetzt erstmal das auf, das geht auf jeden Fall immer sehr, sehr gut runter. Und dann suche ich mir noch irgendwas Kohlenhydratlastiges, was jetzt halt nicht unbedingt irgendwie gesund ist oder so, sondern einfach nur um die Kalorien und die Kohlenhydrate noch zu erhöhen. Aber da schaue ich jetzt gleich, sobald ich ja die Pizza fertig habe. Also auf einer Sättigungsskala von 1 bis 10 bin ich jetzt ungefähr so bei einer 9. Also schon ziemlich satt, ich hatte aber auch extrem Hunger. Also ich hatte jetzt insgesamt die Pizza mit dem Käse, dem Thunfisch und ein bisschen Paprika halt. Dann 2 Bananen und 50 Gramm Spekulatiuskekse. Wie viel das jetzt genau hat, weiß ich jetzt nicht, kann ich so im Kopf jetzt sowohl. Also theoretisch die Pizza, glaube ich, ungefähr 100 Gramm Kohlenhydrate und 2 Bananen müssten, glaube ich, um die 40 haben, 40, 50 irgendwie. Und Spekulatius, die haben, weiß ich nicht, für die Packung ist ja schon weggebracht. Spekulatius-Kekse sind bei 100 Gramm, ich glaube bei 75, das heißt etwa 37. Dann wären wir bei 150, so ungefähr 180 Gramm Kohlenhydrate. Aber wie gesagt, das drösel ich ja jetzt am Ende noch alles genau auf. Aber dafür haben wir sehr viele Kalorien. Da müssten wir schon ungefähr bei 1600, glaube ich, sein. 1500, irgendwo da. Also auf jeden Fall in Ordnung. Das heißt, der Shake, der hat ja 870 mit den 1,5 von jetzt, wenn wir jetzt ungefähr bei 2300. Wenn ich dann noch versuche, dass die nächste Mal, also eine Mahlzeit werde ich heute noch essen, aber 2 schaffe ich auf gar keinen Fall. Aber schauen wir erstmal, wie lange ich davon jetzt gesättigt bin, bis ich dann auch wirklich das nächste Mal essen kann, weil ich bin schon wirklich recht satt. So, mittlerweile sind wieder knapp 3 Stunden vergangen. Ein bisschen mehr, knapp 3,5 Stunden. Ich habe wieder relativ Hunger und ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Pfannkuchenmischung auszuprobieren. Anstatt mit normaler Milch, mache ich das mit Hafermilch, sollte eigentlich kein Problem sein. Als Proteinquelle werde ich mir da einfach so einen Quark, 250 Gramm Quark draufpacken. Dann habe ich halt die Kohlenhydrate durch die Pfannkuchen und dann halt die Proteine durch den Quark. Okay, also ich versuche das Ganze hier jetzt aufzuessen. Ich nehme jetzt noch 250 Gramm Magerquark mit dazu. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich das komplett schaffe. Es ist auf jeden Fall doch einiges. Die Ernährung für heute fasse ich jetzt nicht so ausführlich zusammen, wie ich es in den letzten Videos gemacht habe, weil ich ja jetzt im Prinzip jede Mahlzeit so gezeigt habe. Ich blende jetzt einmal am Ende quasi alles ein, was ich noch heute gegessen habe, beziehungsweise die konkreten Werte. Genau, ansonsten verabschiede ich mich dann für heute. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei jedem, der das Video bis zum Ende angeschaut hat und freue mich dann, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, haut rein.